Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der LPG Schwarze Puppe. Mit dabei Matze, Schrägstrich Matzerinchen? Nein, ich bin nicht hier. Nein, nein. Ossibauer? Jo. Warthunter? Bei der Arbeit. Und unser Lieblingsbastler Willi? Jo, fummelt im Hintergrund. Wie immer. Das Fummeln kann man wieder auch sehr zweideutig verstehen, aber er fummelt an Mods rum. Nicht, was du schon wieder. Was war das denn jetzt? Er kümmert sich um die Hühnchen, genau. Nur zu eurem Besten. Nur zu unserem Besten, sagt er, siehste. Also, ich bitte dich mal. So, die Brötchen werden auch wieder versorgt mit Zucker. Es ist schick, dass du das machst. Sind wir wieder im grünen Bereich? So, man kann ja Gott sei Dank auf den Straßen wieder richtig Gas geben. Ja, nur KI-Verkehr da, kein Grulli. Kein Grulli? Seid ihr mal gemein? Grulli ist nicht da, also dürfen wir gemein sein. Kann sich gerade schlecht wehren, der Gute. Ich bin jetzt relativ sicher, dass ihr über mich auch gelästert habt, dass ich nicht da war. Wir haben nicht gelästert. Wie kommst du auf das schmale Brett? Wir lästern doch nie. Wir lästern nie. Erfahrungswerte? Aber was für Erfahrungswerte? Wir haben nicht einmal über dich gesprochen. Was? Ihr habt mich ignoriert? Das ist auch selbstverständlich. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt ja schon, dass du die Folge auch gar nicht kickst. Richtig. Genau. Richtig. So. Schäm dich. Ab in die Ecke. Und zur nächsten Woche möchte ich gerne das ausgeschrieben haben, dass ich das ja nicht wieder vergessen tust. Ich hab die Volkspolizei geküsst. Ich hab einen Poppy gemacht. Wie schmeckt schmecken sie? Naja, sehr metallig. Aha. Also haben sie kein Labello drauf gehabt, ja? Nee. Mhm. Du weißt, die haben auch keinen Sinn für Humor. Wurde operativ entfernt. Operativ entfernt? Das war aber ganz schön anders, ne? Mit uiuiuiuiui. Nein! Doch! Ah! Tiffy, Herr von Bödefeld. Psst, hätte man jetzt nicht gesagt, hätte man vielleicht sagen können, hier, wer weiß es denn noch. Jetzt kennt doch einer. Ja, bestimmt. Bestimmt. Aber viele werden es nicht sein. Ich glaube, wir haben nicht nur junge Zuschauer, sondern auch vielleicht ein paar ältere. Und die werden es bestimmt noch kennen. Aber muss dazu sagen, die müssten aus da herkommen, wo ich herkomme. Und Willi. Und Sandra. Ich kenn's auch. Dann warst du einer von den Glücklichen. Ja, solange du nicht im Tal der Ahnungslosen gewohnt hast. Genau. Du weißt gar nicht, was Tal der Ahnungslosen ist, oder? Natürlich. Nein, ich rede jetzt von Matze. Achso. Wo? Die Leute, die das zeitlich gucken konnten. Naja, aber Tal der Ahnungslosen ist eine Stadt, die eigentlich jeder kennt. Also kennen tue ich die schon mal gar nicht. Doch, die kennst du. Die, also wie sie richtig heißt, kennst du auf alle Fälle. Könnte durchaus sein, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie hinstecken muss. Dresden. Dresden war Tal der Ahnungslosen. Ach, die Armen. Im ersten Jahr nach der Mauer mal lang gefahren mit dem Firmenwagen meiner Chefin. Und da gab's nichts in Radio. Oder es gab kein Radio, sagen wir's mal so. Und das Einzige, was ich denn hatte, war von der Chefin die
Audiokassetten damals. Oh ja. Die schönste Harfenmusik. Ach, du Scheiße! Also nicht Harfen wie Schiffe, sondern Harfen wie Pling Plang Plong. Ja, und? War ja extrem beruhigend, oder? So, ich hab's Radio ausgemacht und hab das Fenster ein Stück aufgemacht. Das hörte sich besser an. Also, unser Willi ist schon Multikulti geworden. Meine Güte. Oh, warte. Naja. Naja. Wir brauchen ein paar Eier. Was? Als Dresdner nach Berlin kam, der fand das hier immer wieder das sechste Weltwunder da. Kriegt sich ja Bananen zu kaufen. Konnte Westfernsehen gucken. Konnte man in Cottbus übrigens auch Westfernsehen gucken. Ja, aber nach Cottbus sind die wenigsten Dresdner gekommen, wenn dann sind sie nach Berlin gekommen. Das stimmt. Ich weiß das halt von meinem Vater, der hat immer gerne Fernsehverbot gekriegt von Mama und Papa, also von meinen Oma und Opa, weil er immer wieder aus Westfernsehen gucken wollte. Ja, kann ich als Westi gar nicht verstehen. Echt, ey, wieder auf das Fernsehprogramm oder so lahm, ne, manchmal, ne, Willi? Jeden Samstag 19.30 Uhr. Aber hat man nur noch die Rückansicht gesehen. Aber man, muss den ja zugute halten. Früher gab es ja nur 3 Sender mit schlechten Programmen. Jetzt gibt es 30 Sender mit schlechten Programmen. Wenn nicht sogar noch mehr. War es damals doch besser. Ja. Willi, hast du auch manchmal das Heck gesehen? Das Heck? Vom Traumschiff oder was? Ach nee, den Heck meinte ich. Dieter Thomas? Ja. Aber sicher das. Hitparade. Im ZDF. Der war wenigstens noch mit Elan bei der Arbeit und nicht so eine Schlaftablette. Das stimmt. Oder, wie hieß der andere? Ilja Richter. Nee, ich meine, der die Kiste gemacht hat. Welche? Ach, ich komme jetzt. Ich komm, der große Preis mit Tölke? Dalli Dalli, oder was? Genau! Hans Rosenthal? Genau. Hans Rosenthal, ja. Genau. Der Meinung, das war. Bin ich raus. Oder Wim, Bum und Wendelin. Ja. Mhm. Da bin ich raus. Sag ich ja, Wim Tölke. Und Bum und Wendelin war ja Erfindung von L'Oreal. Richtig. Ich schweiß die gerade mit Namen rum, ey. Und ich kenne nicht einen davon. Kennst das du Vico von Bülow? Wen? Vico von Bülow? Nee. Ey, Junge. Unter dem Namen wahrscheinlich sowieso nicht, wenn dann als L'Oreal. Weil... Da kennt ja der Hälfte der Westleute den nicht. Also, L'Oreal kenne ich, aber seinen den Dingsnamen kenne ich nicht, das ist richtig. Aber L'Oreal kenne ich. Ich kenne Bud Spencer und Terence Hill. Oh. Wahnsinn! Und wie war es noch? Terence Hill hat ja wenigstens noch Bezug zu Deutschland, ne? Ja, der ist in Lommatzsch geboren. Nähe Tal des Ahnungslosen. Richtig. Was ich am besten fand, war, dass Bud Spencer schon mal Olympiateilnehmer war. Yep. Mitglied der italienischen Schwimmer. Yep, genau. So relativ erfolgreich. Ich glaube, der war immer sogar Zweiter bei Olympia in der Disziplin. Er durfte wahrscheinlich nicht schlagen. Also, ich glaube mal, das war. Ich glaube mal, da war er nie so pummelig. Als Schwimmer war der so muskulös und breit gebaut, ja. Aber also, das ist ein bewusster Schwimmer. Also aber durchtrainiert. Also, ein breites Kreuz hat er auf jeden Fall schon immer gehabt, das ja wissen wir. Ja, der musste ja auch als Schwimmer. Ja, dann ist er zum Boxen gewechselt.
glaube, ja. Ja, ja. Mhm. Als David keinen Erfolg hatte, ging er dann zum Film. Und das war eigentlich auch ungewollt. Er wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Nö, der hat doch zwischendurch, hat er nicht Jura studiert? Ja, genau. Der ist Rechtsanwalt gewesen. Genau, stimmt. Der hat das eigentlich nur gemacht, um sein Studium finanzieren zu können. Und hätte aber nie gedacht, dass er so erfolgreich werden würde. Ich habe seine Biografie gelesen. Und das Beste daran ist, die Filme waren nur in Deutschland so erfolgreich, weil die deutsche Synchronisierung hat es wohl echt rausgerissen und da die witzigen Momente reingebaut. Ja, Thomas Danneberg und Wolfgang Hess. Richtig. Und welche Komödianten ich ja auch noch gerne höre, machen ja beide nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob wir noch leben, Heinz Herricht und Hans-Joachim Preil. Lebt nur noch einer davon. Und wer? Ich glaube, der Herricht. Preil lebt noch. Herricht ist schon tot. Ach, oder so rum was. Ja. Ich finde die immer noch zu lustig. Ich habe mir jetzt bei Spotify ihre ganzen Sketche runtergeladen, die muss ich mir ab und zu nochmal reinziehen. Ich finde die Tigerjagd ja geil. Ja, die ist auch geil. Und ich finde auch Mückentötterlin geil. Das Gewehr geht nicht los. Und was machen sie? Ich renne weg. Ja, der Tiger hinterher. Ja, ich renne ja auch im Zickzack. Ja, Tiger auch im Zickzack hinterher. Ja. Aber wenn der Tiger auf Zick ist, bin ich auf Zack. Ja, das war noch fucking komische Witz. Dieses Mückstudie, das ist halt auch so geil. Wenn du schon die Mücke zwischen den Daumen und Zeigefinger hast, brauchst du nur noch zudrücken und gut ist. Nein, der kommt noch mit der Spritze. Ja. Und was ist drinne? Wodka! Ja. Da meint er auch noch, so nach der Motto, ich möchte noch mit dir einen trinken, bevor du stirbst. Kompost? Post kommt zweimal die Woche. Ja. Ja, jeder gute Gärtner macht irgendwo in der Ecke seines Gartens einen Haufen. Ja! Also, Herr Frey, ich weiß ja nicht, was Sie für Leute kennen. Mein Garten bleibt sauber. Genau! Ja, geil! Oh ja, jetzt haben sich zwei Leute gefunden, die sich die Witze um die Ohren schnallen. Geil! Ah, komm, das ist lustig! Wir können es mal nicht so gut das wiedergeben wie Heinz Herricht und Hans-Joachim Preil, aber egal. Das ist halt nun mal so. Tun Sie Ihren Garten auch sprengen? Was? Sprengen? Ach, daher der Begriff Granatäpfel. Naja, schon klar. Ja, so schön, die zweideutigen Witze. Ja. Ach ja, ich glaube, ich muss gleich mal wieder ein bisschen Saatgut holen. Oh Mann, Bist du jetzt weg? Kurz weg. Ja, ist schon gut, ich habe das verstanden. Ja, das... Haben oder... Haben früher Zinten? Ganz hinten! Oder Helga Hademann. Oh ja, die ist geil. Am besten noch mit Köfer zusammen. Es ist, wenn man sich das so überlegt, die Witze, die sie früher gerissen haben, die waren noch mit Niveau. Und ohne Niveau. Und manchmal auch ohne Niveau ist da, aber auch mit ein bisschen Bedacht. Ja, jetzt kannst du ja als Komödiant was alles sagen und dann sagst du es künstlerische Freiheit. Wie bei Böhmermann mit der Türkei da, die Geschichte. Erdogan. Mhm.
Das ist ja das. Das hätten sie sich damals die Comedians nicht erlaubt. Nee. Definitiv nicht. Das stimmt. Aber da gibt es so einen schönen Sketch mit Köfer und Helga Hannemann so als Pärchen, wo dann Köfer so meint, hätte Faller da mir gekannt, hätte er nicht die Leiden des jungen Werthers hier geschrieben, sondern die Leiden des alten Hugo. So, aber in diesem Sinne. Nein, ist die Folge schon wieder zu Ende? Ich glaub das jetzt nicht. Ja, ja, Ossi dreht doch immer eine Uhr. Oh Mann, ey. Ossi, lass es doch endlich mal bleiben. Und ich hoffe doch, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss. Und vergesst nicht, die Kommis, die Likes und die Däumchen. Tschüss. Ciao, 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 ciao.